Endlich, es wird auch Zeit, ne? Es wird mehr als Zeit, dass du endlich hier die Tür hinkommst und wir Geschafft. endlich so Dinge aufmachen können. Und was das genau ist und was man damit anstellen kann, Absolut lecker. sehen wir gleich. Wunderschön. Hui, wunderschön. Einen wunderschönen guten Tag, YouTube, was geht ab? Wir sind zurück. Hier, guckt euch das an, was da steht. Kannst du das lesen? Ein wunderschönes, geiles Produkt. So ist es. Wir haben ein paar Bilder in Battleboxen, so wie immer. Zeigen wir euch natürlich ein paar Tage, bevor es zu den Events geht, was da so drin ist und was da so Tolles drin sein kann und wie schön die neuen Karten sind. Heute machen wir 5 Boxen auf. Natürlich sind die wieder für unser internes Turnier gedacht. Dementsprechend packen wir die auch wieder zurück. Nice, okay. Und damit werden wir dann unser Turnier noch spielen. Aber um euch natürlich zu zeigen, was da so drin sein kann, ich habe mir jetzt schon 2 rausgesucht, sucht immer noch 2 und ich das letzte teilen wir uns. Okay. Die beiden sind für dich? Yes. Und das machen wir dann zum Schluss nochmal auf. Meine? Das heißt, es gibt heute, an diesem Mittwochabend, 5 Stück. Es ja. gibt morgen die anderen 5. Und ganz kurz vorweg müssen wir reden. Wir haben am Samstag unser Release-Event. Oh, bedeutet, yes. ihr bekommt ein so ein Kit plus 3 extra Booster für 35 Euro. Schmacker. Morgens um 10. Mhm. Ich bin morgens da. Du bist morgens da? Ja. Nein. Ich bin wann da? Du bist abends da. Dann sag mir, dann bin ich abends da. Hast du gewusst, ne? 18:30 zum Late-Night-Event. Da wird es nämlich nochmal extra lustig und da spiele ich mich mit, weil ich muss dich ja vernichten. Das ist ja klar. Du spielst mit? Darfst du mitspielen? Du darfst doch nie mitspielen. Warum spielst du jetzt mit, wenn ich mitspiele? Ja, weil du mitspielst. Ja, spielst. Also, gedacht, ich gewinne das Ding aber jetzt. Am Samstag 10 Uhr für alle und 18:30 auch für alle, aber in cool. Und da spiele ich mit. Dann komme ich komme doch morgens. Wenn du da nicht spielst, dann spiele ich morgens. Ach krass, du spielst mit. Haben sie dir die Erlaubnis gegeben nachgefühlt? Was hast du dafür machen müssen? Nett sein. Okay, gut. Also, 5 Kids. Wir fangen mal an. Ganz kurz. Was freust du dich am meisten? Wir haben so viel Neuerungen in dem Set. Ich weiß das gar nicht. Ich hab keine Ahnung. Wir müssen keine 4 Karten mehr. Ich weiß, wir müssen einfach öffnen. Das ist aber voll toll. Und wir haben 3 Hits, beziehungsweise eine Reverse und 2 Hits. Ich hätte gerne das Miraidon, weil das Deck würde ich gerne mal spielen in Paper. Ja. Miraidon am Strand auf dem Baum ist schon. Gut, übertreibst jetzt nicht, aber ja. Ist schon tasty. Oder ein Gardevoir EX. Das ist so mein Deck to go aktuell. Ja. Gardevoir EX. Ich mache jetzt meine Kids auf. Ich habe jetzt keinen Bock mehr hier zu warten. Yes. Ich muss auch. Ich muss öffnen und labern. Ich cutte dir mal die Dinge auf. Dann kann man hier schon mal holen. Mein Ding brauche ich auch zu Hause. Was ist ein Cuttermesser? So ein Cuttermesser, ja. Ein Cuttermesser. Meistens bei irgendwelchen Büro-Sachen oder Lagersachen. Ja. Kosten so 20 Cent das Stück. Ich habe immer. Wenn du 20.000 kaufst, dementsprechend kauf dir einfach 20.000, dann bist du dann quasi bin ich nie. Dann bin ich, genau. Gehe ich auch nie wieder leer aus. Richtig, ich habe da hängt so eine riesige Schere, so groß. Das ist aber oder machst du wie die Pokeminatis-Grüße, gehen raus, die haben so ein Skalpell. Okay. Ja, dafür bin ich zu dappig. Definitiv. Zu dappig. So, die Kids dahinstellen. Und die erste Promo für mich ist. Ja, natürlich wie immer eine Beschreibung. Tabarez Ladero. Und es sieht so schön aus. Oh ja. Oh ja. Ey, dieser silberne Rand. Was ich halt krass finde, ist, dass die Set-Bezeichnung kein Symbol mehr ist, beziehungsweise ein Symbol plus das Kürzel, was wir. Ne? Haben wir auch noch als Neuerung. Stimmt. Wir haben die Set-Symbole und wir haben auch neue Seltenheitssymbole. Haben wir das auch? Ja. Mega, wir haben jetzt 3 goldene Sterne, 2 goldene Sterne, weiße Sterne, schwarze Sterne, ein schwarzer Stern, wir haben alles an Sternen. Wir haben auch strahlende Sterne. Jetzt kommt dieses Badum. Okay, ich gehe mal ins erste Promo-Kit in meinem Deck rein. Also das ist quasi, wenn du am Samstag zum Spielen kommst, wäre das ein Deck fertig. Mhm. Das kannst du skippen und kannst direkt spielen. Okay. Wir starten mit dem wunderschönen Resladero. Du sagst mir, welches das Spielstärkste von den 4 ist. Ich hoffe, dass wir alle 4 heute ziehen. Weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Muss ich mal lesen, was der so kann. So, ja. Da haben wir ganz viele Basisenergien, natürlich in Grau. Die skippe ich jetzt einfach mal. Ja. Und wir haben auch, hier sieht man schon die neuen Energiekarten. Jetzt sehen auch anders aus. Ja. Haben wir eine alte da irgendwo rumfliegen? Wo bestimmt irgendwo.
Energiekarten haben wir ja mehr als genug irgendwo ja, immer mal wieder. Ich kann mal gucken. Ja, da ist eine. Ah, perfekt. Guck mal da. Alt. Alt. Neu. Welche findest du schöner? Das Artwork von dem, aber die Karte an sich, sie. Mhm. Ne? Ja. Also ich, das Grau genau. Ist einfach cooler. Ja. Aber das Artwork finde ich das. Okay, so, dann starten wir hier direkt mit einem Pamo. Eines der neuen Pokémons, der kleine Pikachu-Klon genau. Aus Paldea. Ja. Natürlich mit einem O, eine anpassungsfähige Entwicklung mit einem Pummel. Da gibt es also auch ein Vivillon. Puponcho. Pamo, Mamo. Pamamamo. Pamamamo. Pamamo. Also der Name kreativ. Ja. Also fand ich, und das ist oh, halt ja, nice. Egal das, ne? Pamamo, Mamo. Die gibt es auch tatsächlich als Promo das und dem Promo. Anderen. Genau, Ding. Das ist eine der weiteren Promos. Und hier hast du selbst die Promo, das ist ja krass. In dem ja, Deck ja. Hast du sogar die drin, wo. Also du hast mehr oder weniger immer, das ist eine ganz normale Hop-Unterstützer. Dann haben wir noch eine Neuerung fürs Spiel. Mhm. Noch nicht dabei. Glaube ich, weil eigentlich gibt es doch jetzt auch Items und das ist doch eines dieser Items. Ne? Das ist, also der Trainertyp Item ist entstanden, ach, glaube krass. Ich. Da war jetzt ja. Irgendeine Neuerung. Ein Vivillon, wie schon gesagt, mhm. Das Wonderbonbon, ja. Mega wichtig, gerade in diesem Zyklus, weil du kannst halt eine Evolutions... du skippst quasi eine Phase 1, sondern okay. Du gehst von Basis direkt auf Phase 2. Ach krass. Dementsprechend werden ja, interessant. Halt... Hier für Pamo... Genau, für Pamo, dass du direkt ein Ding, oder für Pummel, dass du direkt in Vivillon rein ja, kannst. Krass, okay, nice. So, dann haben wir einen Knirps. Gibt es jetzt eigentlich einen neuen Anwärter für Befehl vom Boss? War, glaube ich, so die... Also es gibt ja jetzt einen Triple Beat, klar, aber jetzt hier bei Kamsin und Purpur noch nicht. Nee, also ich bin mal gespannt, was wir noch für Trainer sehen werden, aber mhm. So ein Befehl vom Boss. Warum habe ich das Gefühl, dass da hinten eine Foil-Karte drin ist? Ah, das ist ein Code. Oh, ein Code für guck euch. Guck mal da, ist schöne hübsche Karte. Was ist denn das da? Trainer-Tipps! Oh, da kannst du direkt lernen, wie es funktioniert hier. Ja. Jetzt, wo du mich spielst, muss ich das auch lesen. Bist du Profi jetzt? Hast du jetzt verstanden? Okay, also ich hab's Resladero. Das mache ich mal zurück in mein Kit und dann gehen wir in die Booster-Reno-Packs. Wie ist die Reihenfolge? Zeig mal deine Kits, dein Kit her. Wir machen die Kits. Okay. Die Promos, die wir schon hatten, okay. Lassen wir natürlich zu. Neue Promos machen wir auch, weil ich die Entwicklungskits yes. Gerne mal sehen wollen und würde. Und wir haben... Oh, was ist denn das? Das Brum-Brum. Knattox. Knattatox. 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 Das Metall-Kit. So, aber Resladero lese ich mal, dann kann ich ja sagen, wie gut genau. Ist. Mach du mal auf und zeig ja. Mal her. Und dann sagst du uns, welches du das spielstärkste Deck findest. Und also Pamamo hast du gesagt, ist ja auch eins, ne? Genau, das ist auch eins. Also für mich jetzt als Laie, diese 230, wo er Schaden Pamamo macht, sieht schon irgendwie stark aus. Ja gut, aber du kannst halt, also Pamamo ist natürlich gut, du kannst einmal dein Deck nach einer Basisenergie suchen, also eine Elektroenergie und kannst es anlegen. Ja. Wichtig ist halt nur, du musst halt natürlich auch ablegen wieder, wenn du sie benutzt hast, den Angriff. Ja. Das bedeutet, du brauchst eigentlich Karten, um dir die Energie wieder ins Deck zu holen. Ach krass, und die sind da wahrscheinlich nicht drin. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Mhm. So, was macht das Knattertox? Sag mal her. Das Knattertox. Sieht, aber mal guck mal. Das sieht halt schon cool aus. Das mit dem Kamsin und Purpur sieht schon absolut tasty ja. Aus mit dem Stamp. Gefällt mir richtig gut. Schau mal, der angehen da. Okay, nice. Aber ich warte, bis du soweit bist. Du kannst ruhig weitermachen. Ich kann weitermachen. Ja, ja. Wir gucken mal die Karten durch. Wasserenergie, auch hübsch. Oh, so ein Wasserkit. Ein Wassermetall. Ein Wasserkit, ja. Okay, die haben jetzt alle. Ja, dann muss ich das mal anders dann machen. Hier ist Metall, auch hübsch. Aber nur zwei Metallenergies. Ist das normal? Ja gut, du brauchst wahrscheinlich für Knattertox so brauchst du halt nur. Oh, du hast einen Quax. Quax. Mhm. Aha. Haben wir dann auch hier ein. Oh, da ist ein Stadium. Der High. Der. Hier, guck mal. Das ist, glaube ich, auch eine Promo. Da haben wir tatsächlich mehr oder weniger alle Promos. Die fand ich vom Lesen her super stark. Okay. Weil du im Prinzip eine Energie immer einfach zusätzlich anlegen kannst. Und somit kommst du relativ schnell auf deine 3 für Dista. Ah, ja, geil, okay. Also wäre das hier schon ein... Okay, jetzt weiß ich auch warum. Also du spielst tatsächlich nur Knattox und Knattertox und sonst nichts mehr. Ach, krass. Pokéball auch neu. Guck mal, hier sind auch alle Vorentwicklungen noch zweimal drin. Ach Gott, sogar dreimal. Ja gut, du hast die erste... Oh, du hast eine Forschung des Professors drin. Oh, nice. Und ein Hyperball, das ist schon mal sehr gut. Also das Kit war meiner Meinung nach besser. Besser? Ich finde Resladero gar nicht so gut. Tatsächlich sind auf jeden Trainer-Tipp nochmal ein anderer Tipp. Tipps. Ja, du hast halt die Tipps, die zu deinem Kit gehören, ne? Ja. Interessant. Okay, so, nice. Gut.
Dann haben wir die beiden Kids mal geöffnet. Ich will jetzt Booster öffnen. Schau, ja, Booster. Ich bin so auf die Reihenfolge gespannt. Ich sag euch, wie es ist, die Reihenfolge. Also, ich mach mal das erste Päckchen hier auf. Ja. Oh, okay. Und die fühlen sich schon mal nämlich an wie Plastik irgendwie. Also, es fühlt sich anders an. Ja, allein die Verpackung, fühl mal, ist ein bisschen anders. Anders, dicker, viel dicker. Wow. Selbst das Papier ist schon neu. So, ich gehe aber von oben nach unten, weil ich keine Ahnung, was passiert jetzt. Aber man sieht zumindest mal, wenn man guckt, es ist nicht ganz so eine Reihenfolge. Irgendwas muss man, glaube ich, drehen, vielleicht. Nächstes zweite ist... Oder ich habe mich schon einfach gespoilert. Egal, ein Toxel. Wir gucken mal. Ein wunderschönes Drassler. In der Akademie. Vor der Akademie, schön. Richtig. Das wunderschöne Volcano. Nice. Ein Schuppet. Guck mal, wie eng ich heute an dir angerückt bin hier. Ich will alles ganz genau sehen. Vollkommen okay. Ein Adebom, das sieht cool aus. Interesting. Der Klim-Bim-Transport. Und das mag ich an einem neuen Set. Du guckst hier wirklich nochmal richtig aller schön. Lass dir Zeit für die Artworks und so. Pendel-Einfluss und die Psychosphäre. Was habe ich eigentlich für ein Kit gehabt? Ein Resladero, ne? Also Resladero, ja. Anstatt ein Elektro und... Was war es noch? Elektro und Feuer. Pflanze. Ist auch wieder geil, ne? Ganz kurz, dass ich mal gezeigt habe, ich habe eine Elektropflanze, aber keine Kampfenergie. Also ich kann das nicht mehr nutzen. Es geht nur um den Effekt. Wow. Ja, er kommt im Prinzip ins Spiel und sagt, ich mach 2 Pokémon 10 Schaden. Krass. Da bin ich schon voll raus, ne? Also da bin ich, das ist schon für mich so. Also, nein. Restadero wollen wir nicht. Hypno. So, weiter geht's mit dem Pack. Der Strandplatz, der wird tatsächlich gespielt, weil Rückzugskosten verringern ist gut. Mhm. Dann haben wir unsere erste Reverse. Ein Flatutu. Finde ich cool. Aber Reverse Effect ist cool, ja. Das sieht wirklich auch schön aus. Jetzt das erste Mal auch für mich live, wo wir das Ding, wo ich so, sehe. Dann haben wir hier. Oh! Eine Art Rare Karte. Oder wie heißen sie? Hier sind sie ein Stern. Ein goldener Stern haben wir. Goldener Stern. Illustration Rare. Illustration Rare. Genau. Hab ich gewusst. Und dahinter glitzert jetzt noch ein bisschen mehr. Ja. Meine Damen und Herren. Oh nein! Der kommt direkt mit nach Hause. Der God of War EX. Nice. Aber hier haben wir schon mal einen schöner Vergleich. Reverse. AR. Das sieht EX. Super. Also, die EX-Karten. Das war schon ein gutes Pack. Die glitzern voll schön. Mega. Mega. Und auch die. Guck mal, die AR. Jetzt stell dir die mal mit einem gelben Rand vor. Gar nicht. Will ich nicht. Also, ich find gut, dass sie das gemacht haben mit grauen Rand. Guck mal, die Sterne, wie es glitzert. Hui. Mega. Also, eine kannst du vortun. Ja. Hast recht gehabt. Eine kannst du vortun. Der Rest bleibt so, wie es ist. Krass. Aber God of War EX, meine Damen und Herren, das wird mein Deck, ich sag's euch. God of War EX. Yes. So, jetzt bin ich gespannt. Das fühlt sich wesentlich dicker an, auch beim Öffnen. Das ist was anderes. Ja. Ne? Was für mich jetzt noch interessant wären, sind es jetzt immer schwarze Codes, weil wir ja eigentlich immer eine garantierte Holo haben zum Schluss. Ist die Holo immer garantiert? Immer garantiert. Also ja. Mindestens immer eine Holo drin und 2 Reverse-Karten. Das wäre so das Schlechteste, was du eigentlich ziehen könntest. Hast du eine Energie schon vorweg gemacht? Nee. Wurde ich schon gespannt. Okay, also. Könnte man rein theoretisch drauflegen als neuer Kartentrick. Eine nach vorne. Nimm mal. Hab vier. Ich gemacht. Zack. Das ist dir vielleicht. Das ist Tuska. Gut, ich wüsste jetzt schon nimmer, welche Karten ich in mein Deck mischen sollte. Ich hatte. Du hattest Metall und Wasser. Und das Wasserkit. Okay. Nach EX-Karten, wenn sie also so ein Miraidon und Koraidon sind immer gut, weil die sind ja Basis-EX. Von daher ist gut. Ein Buckel, was kann das? Ah, das hat auch die Knusperkruste, genauso wie im Spiel. Ah, da hast du nochmal der komische Fisch. Der komische Fisch. Wie heißt denn die Attacke von dem? Mise en Place. Ich habe keine Ahnung. Deck nach bis zu 2 Basis-Energiekarten und lege sie an einer deiner Basis-Pokémon an. Mische anschließend dein Deck. Hört sich für mich. Ist legit, weil du kannst im Prinzip, wenn du das draußen hast, legst eine Energie dran, hast einen Quacks auf der Bank, hast direkt 2, nächste Runde entwickelst du es weiter, hat direkt 3 und kann dann direkt seinen 170er Angriff oder 140. Okay, das ballert dann rein. Ja, also es funktioniert gut. Wie schön ist bitte dieses Artwork mit dem Reverse-Effekt? Das kommt ja mal richtig cool. Okay, wunderschön. So. Aber der Rand, der silberne Rand glitzert nicht, oder? Der glitzert nicht. Das ist beim Reverse nicht so. Zweite Reverse, das wäre schon. Aber ich glaube auch, Standard. Du hast was Schönes dahinter. Habe ich auch was Schönes dahinter. Das sah so aus, als hätte ich so ein paar Sterne gesehen. Oh! Nein, du hast eine Fuller Trainerin. Oha! Und der hat 2 silberne Sterne. Krass. Okay. Direkt hier eine Trainer-Full Art. Nice. Gönjamin. Haben wir Sleeves?
Sleeves. Irgendwo haben Sleeve? Wir auch Sleeves. Ich habe ja. Schon auch irgendwo Sleeves. Ich habe auch Sleeves. Perfekt. Irgendwo liegen auf dem Tisch immer Sleeves. So, Feuerenergie. Ah, das sind dicke Sleeves, meine. Sind das eure? Ja, das passt. Ein Parmo, den würde passen. Olini, auch neu. Auch hübsch. Ein Schlickter. Oh, das, was sagst du zu diesem Pokémon? Also ich muss sagen. Nein, als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, nein. Das ist so, wie willst du Dickter verarschen? Ja, mach einen Schlickter draus. Gruff. Ja. Der Fragrund, das ist genau so ein Ding. Du machst einfach ein Schwein, dann ist das Fragrund. Das war mein erstes Shiny im Spiel. Echt? In Pink. Ja, das ist so eigentlich Kripp. Was ist das? Ein Kripphook. Der Hyperball. Hyperball, ja. Sehr schöner Reprint. Würdest du jetzt reinmischen, ne? Würde ich reinmachen auf jeden Fall. Okay. Wichtig und richtig. Knuffox bringt mir halt nichts. Ja, ich komme jetzt direkt hier ein. Dann haben wir hier einen Tentakra. Oh, Tentakra. Ja. Finde ich ein komisches Pokémon. Finde ich auch komisch. Aber finde ich cool, dass es existiert, weil ich habe es gern mit dem gespielt im Spiel. Okay. Aber auch da glaube ich... Ah ne, das wäre Standard. Das ist der Holo-Effekt. Aber schön, dass wir mal einen Standard-Booster haben, so dass es so das Minimum, was du ziehen kannst. Zwei Reverse und eine Holo. Klippe. Ich hoffe, wir haben alle möglichen Varianten mal durch. Das war schon... ich finde es schon cool. Also es ist quasi jetzt einfach ein schlechtes Pack. Also gibt es quasi auch keine Rares mehr, die nicht Holo sind? Sind die quasi weg? Die müssten weg sein tatsächlich. Es gibt jetzt nur noch Holos. Alle Rares sind Holos mit zwei Sternen. Ne, die haben dann einen Stern, genau. Genau, also der ganz normale schwarze Rare-Stern haben sie hier auch. Genau. Und die sind dann immer Holo geworden. Okay, krass. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Dingen hält. Wieder ein schwarzer Code, also der zieht sich wohl Code durch. Könnte sich nimmer spoilern. Fand ich ja mega blöd, abstrahlende Sterne. Weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe dann... Vor allem, wenn sie dann, die lagen dann falsch rum drin, du hast sie immer gesehen. Ja. Das fand ich halt nervig, ne? Das war halt Energie. Doof. Der neue Kartentrick. Also ich finde, dieses Spoilern hat mir damals sehr viel Freude schon oft genommen. Gut, die englischen Packs sind ja immer so mit dem Spoilern. Ich finde das Pokémon das ist mega cool. Das ist so cool. Geil, also gerade die Entwicklungen dazu. Ja. Also der Typ, auch. Der Mega Man und der andere. Mega cool. Ein Faircooly, das pinkte Ding. Altera. Das ist so schön. Schön. Guck mal, das Artwork. Das Artwork ist schön, ja. Wirklich, richtig hübsch. Hier nochmal der Fisch. Jim. Was kann Jim? Jim ist ziemlich guck mal hier. In Reverse. Der Parmo Marmo. Sieht auch cool aus. Noch in Reverse. Okay. Und? Oh, komm schon. Oh, Fragrunz EX. Oh, hübsch. Also das würde ich jetzt spielen. Du hast eine Faircooly. Ah, stimmt. Und du hast jetzt einen Fragrunz. Ja. Also könntest du das spielen. Guck mal mit den zwei. Es sieht halt saugeil aus mit dem Effekt, mit den Sternen. Sieht mega aus. Das ist mega fett. Schöne Karte. Aber wirklich cool. Fragrunz EX. EX. So, die Basismetallenergie. Ein Zwiebs. Das Pokémon finde ich merkwürdig. Boah, das kenne ich gar nicht. Du hast gerade die Weiterentwicklung gezogen. Ach, hier. Pumpeeps, ja. Das ist eine ganze Familie. Ja, genau, die werden einfach zur Familie. Die vermehren sich quasi. Mega-Entwicklung dann irgendwann vielleicht, falls es irgendwann zurückbringt, ist ein ganzer Berg voll Mäuse. Ein ganzer Berg voll Mäuse. Parmo, Sanaconda. Sieht interessant aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Textbox, weil der Text da unten so lange ist einfach viel größer. Ich habe gefühlt, die Karten sind dicker. Bisschen, gell? Guess? Ein Rona. Griffiger. Mische deine Hand in dein Deck, anschließend ziehe anschließend 8 Karten, dein Zug endet. Habe ich die in Full Art gezogen? Ja, das ist die Full Art Karte gezogen. Ein Staraptor. Ja. Oh, auch wunderschön. Oh mein Gott, in Reverse. Nice. Fett. Ein Voltilam. Voltilam. Und... Ein Miraidon, normal hübsch. Holo. Ja. Ist hübsch. Leider Gottes nicht so mega besonders, ne? Dieses Miraidon, weil es halt immer Holo ist. Aber weiter geht's. Was hast denn du da? Ich hab dir. So, ich leg mal meine Hits auch da oben hin, ne? Ja, machen wir. Machen wir. So, zack, zack. Zack. Das waren meine zwei Hits. Und hier Gyarados in seiner Kristallform. Schön. Schön. Schwarzer Kopf. Okay. Ich würde spielen. Ja, es spielt stark. Ja, also hätte ich im Pre-Release jetzt gespielt, so an sich würde ich nicht spielen, aber im Pre-Release auf jeden Fall. Wasserenergie. Wenn ich das Faircooly dazu hätte. Ja. Was du natürlich nicht gezogen hast. Stimmt. Du musst ja. Du hast aber eins gezogen. Hab ich. Ja, im selben Pack. Oha. Stimmt, genau. Da warst du auch dran. Ja, genau. Guck mal hier, Riolu. Ach, hübsch. Da habe ich schon leider Gottes Riolu bin ich ein bisschen verwöhnt. Ja? Aktuell. Ja. Die AR-Karte aus Zenith. Ach so. Ein Kürtel. Stimmt.
Oh, was ist das? Energieumschalter. Das ist eines, da kannst du quasi Energie tauschen von den Pokémon. Mhm. Ist eine wichtige Trainerkarte, war eine wichtige Trainerkarte früher. Okay. Ist jetzt aktuell noch. Ich habe alle mal gedacht, Rainbow. Auch, unten. Alter, sieht so Rainbow unten aus. Ja, ich dachte, was ist da los? Die anderen, da reverse das auch. Ah ja, da, das sind die auch. Cool. Ich dachte schon, jetzt zieht eine Rainbow und Reverse Lotte. Und Rainbow müsste nämlich auch hinten sein. Ganz sehr wohl. Okay. Schade. Last Pack für mich in diesem in dieser Build and Battle, dann kommt sie zurück. So, ich habe das Mobtiff. Da habe ich ein Poponcho. Mhm. Dieses Pokémon kann sich während deines ersten Zuges oder während des Zuges, in dem du es gespielt hast, entwickeln. Das ist halt nice. Es ist halt so, ich spiele Purmel. Dann war das eine Runde, spielt Poponcho und Vivillon und dann Abwart. Ah, krass. Alles, also in zwei Zügen im Prinzip, zwei Entwicklungen. Genau, in zwei Zügen. Stark. Und im einen Zug zwei Entwicklungen. Ich suche dann direkt nach einer Basisenergie. Energiesuche, auch eine schöne Karte. Finde ich ein komisches Pokémon. Ziopatra, so ein Vogelstrauß in Plüschoform. Ja, finde ich auch komisch. Hat mir auch nicht gefallen. Der Pepper. Du suchst genau, da ist halt, da ist das erste neue Wording davon, eine Itemkarte. Ach ja. Und eine Pokémon-Ausrüstung, das war das neue Wording. Ah, die Pokémon-Ausrüstung. Okay. Die heißt, das ist nicht eine extra neue Rubrik geworden, ist nämlich Items, so wie es früher war, so ein Beispiel ein Parasol oder so ein Stein war, oder diese Siegelsteine, das waren immer Ausrüstung-Dinge. Ja, war aber Item. Jetzt ist es neu gewordet und heißt jetzt Ausrüstung. Ne? Dementsprechend kannst du das speziell suchen und das ist die erste Karte, wo das so gewordet ist drauf. Mhm. Ein Noctuster mit dem Konterstacheln. Könnte man spielen, wenn ich die Dinge hatte. Staravia. So. Ein Vogel. Oha. Da oben glitzert es. Aber ich glaube, das ist nur eine normale Holo. Ein Olivino. Und ein Oha. Hübsch. Sehr schön. Die Katze. Trickumhang. Fand ich eigentlich für mich das beste Stalle. Ja. Mascaracado ist für mich auch mein Favorite auf jeden Fall. Ich mal Quatsch. Alles gut, mach. Hast du nur deine Packs auf? Ich sleep jetzt alles. Ab in die Sleeves. Ey. Mein erstes Pack war halt das Vorzeigeprodukt. Ja, das stimmt. Dann, direkt eine AR und EX. Liegt aber die. Nein, no, stopp, es ist ja eine IR. Illustration Rare, ne? Illustration Rare. Ist das, liegen die Siegfried Illustration Rares auch auf dem zweiten Slot? Genau, die liegen beide auf dem zweiten Slot. Also das Beste wäre die Secret Illustration Rare. Plus oder Special Illustration Rare, so ist der richtige Name. Das ist so verwirrend. Und dann eine EX hinten dran oder halt Alt Arts oder genau. Sowas. Okay. Alles Rainbow Gold ist alles ganz hinten. Full Arts. Oh, ein EP-Teiler. Ah, der kommt zurück wieder, okay. So, mein Pack packe ich mal wieder zusammen. Meine erste Reverse. Zweite Reverse. Und Kakadu nochmal. Gut, das war unser erstes Kit. Gehen wir ins zweite. Das war okay. Es ist schon ungewohnt, dass jetzt immer ein Holo hinten ist. Krass. Ja, finde ich auch. So, meine zweite Promokarte mit meinem Zettel ist... Oh, Bailonda, da ist er. Bailonda, das Wasserkit haben wir gesehen, das hast du aufgemacht. Ja, nice. Dementsprechend können wir das zulassen und lassen es direkt so. Weil da wird das so bleiben. Aber die Booster, das ist das, was wir sehen wollen. Und da gehen wir direkt rein und schauen mal. Ja, machen wir das. Mal hier bereiten. Hast du dein ganzer Müll? Alles runter. Ja, wir haben einen Mülleimer. Also wenn du die Box da oben einfach verschwinden lassen würdest, hast du auch einen Mülleimer da drunter. Ach ja. Krass, ne? Ihr habt zwei Mülleimer. Ihr seid ja richtig vorbereitet. Oh mein Gott. Richtig reich. Guck mal, ich habe einen Kamador. Das kann springen. Oh, hübsch. Es kann springen und kann platschen. Das heißt nicht springen. Das heißt springen? Ja. Oh mein Gott. Ein Kappador. Oder wie würden wir in der Pfalz sagen, es hupst. Es hupst. Es hat gehupst, ey. Also, ich lege Wasserenergie drauf und dann mache ich einen Hupse. Magnet Hilo, auch wunderschön. Das finde ich nice. Ich fühle jedes Mal ein anderes Artwork. Auch robuster irgendwie, ne? Energieumschalter. Da haben wir gesehen. Knattox, das ist das, was du hast. Wobei das jetzt besser ist. Giftwolke ist schon fett. Vergiften in Pokémon ist echt ein sehr, sehr schöner Zustand. Okay. Noctuska, Mesalona City, die Akademie. Also ich habe es früher im Spiel gehasst, wenn du gelaufen bist und immer Schaden. Kennst du das noch? Ja, ja.
Ich weiß gar nicht, Koloval. Neueren Spielen ist. Und ein. Und. Oh, noch ein Gardevoir. Alter, ich mach hier Gardevoir. Ja, Gardevoir. Direkt Playset voll. Du hast gesagt, du willst Gardevoir, oder? Ja, ich wollte Gardevoir spielen. Du? Also, Gardevoir into Gardevoir. Daniel. Mein zweites Deck wäre. Ist. Oh, da ist es. Das haben wir gesehen. Das Pamo Mamo. Haben wir gesehen. Lass ich zu. Aber das Artwork ist sehr viel schöner als das andere. Ja, absolut. Und hier nochmal wirklich der Stamp. Das ist wirklich ein schönes Artwork. Atemberaubend. Aber ich glaube, wenn ich spielen wollen würde, würde ich Pamo Mamo wollen. Mein Wunsch war auch, als ich die News gemacht habe, Pamo Mamo, denn ich finde, das ist ein cooles Pokémon. Habe ich auch tatsächlich eine Zeit lang in meinem Team gehabt. Ja, ich auch, sehr lange. Und ich finde cool, dann dass man es entwickeln kann, wenn man mit dem läuft als Partner. Ich fand dieses Ding irgendwie, es hat bei mir so direkt... Das hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich das irgendwann mal gegoogelt habe, weil ich wollte es unbedingt entwickeln. Ich dachte, also die Maus, die wird zum Kampfding, alter Kampf-Elektro, sau mega geil, ne? Ja. Und dann, wie entwickelt man das eigentlich? Ja, lauft 1000 Schritte. Und dann habe ich gedacht, alter, 1000 Schritte ohne Encounter. My life, alter, ja, wie soll ich da laufen? Und da habe ich mal so Gummiband genommen, kling, kling, und dann halt in den Kreis gelaufen und habe ich gedacht, yes! Geil. Ja, ich fand das echt cool. Hier, Miraidon. In Reverse. Schön. Oh, ein Ruffle auf der Couch. Nice. Ruffle auf der Couch. Illustration Rare. Und? Okay. Oh, aber nice. Es ist auch Mega Man, ey. Mega Man. So ein cooles Pokémon. Ja, ist tatsächlich auch spielbar im VG. Aber siehst du das da? Guck mal, ich finde oben die Ränder sehen ein bisschen kaputt aus. Die Ränder sehen kaputt aus. Siehst du das hier? So ein bisschen, ja. Ja, hier sieht man es schön. Gedamaged. Cesurio. Dass das eine Weiterentwicklung bekommen hat, habe ich auch ein bisschen gefeiert. Der Riese der Samurai. Das war so nice. Oh ja. Riolu. Ein Chevron. Das Purmel, das kennen wir. Oder hat auch diese Fähigkeit. Also kann man direkt von Purmel into Poncho und dann die Pavillon her. Ja, okay. Also auch diese Entwicklung. Hi, Terra. Wir haben gar keinen Shenera gesehen bisher, glaube ich. Immer nur Heiterra, stimmt. Jim. Oh ja, Philios. Schön. Mag ich. Das ist mein Starter. Hier ist aber noch nettes EX von dem drin, richtig? Das kommt im nächsten. Das ist jetzt gerade aktuell ein Triple Beat. Pumpfiebs. Und ein Reedwurf. Die letzte Ehre. Oha, das ist ein guter Tag. Dieser Tag fügt für jedes Psycho-Pokémon in deinen Ablegestapel 10 mehr zu. Wenn du nur Psycho hast, das Friedhofsdeck. Könnte es gar nicht so bad sein. Erinnert mich direkt an Magic. Was? Aber ja, ich glaube. Das schon mal so Friedhofsdecks? Ja, nein, ja. Also es gibt einige Karten, die mit Sachen sagen, wann was im Ablagestapel ist, passiert was. Okay. Das gibt schon ein paar. Das ist auch ganz aktuell sind halt diese Lost Zone-Dinger, ne? Also im Nirgendwo die Dinge. Knierfisch. Okay. Ja, mega aktuell. Gandel, Voltilam, ist schön auf der Wiese. Auch nochmal, ja. Felinaspar. Sengo. Underrated Pokémon. Knete. Wer hat's gedacht? Es muss ja Knete geben. Knete, ne? Ja. Ein Drank in Reverse. Was ist denn eigentlich das gehäkelte Pokémon aktuell? Gehäkelte Pokémon? Ich weiß gar nicht, was. Ist hier auch gehäkelte Artworks? Bestimmt. Das Knete. Wenn es gehäkelt gibt, gibt es auch gehäkelt. Ja. Und. Die Forschung des Professors. Also, das war schon. Oh, haben wir jetzt schon öfters gesehen, tatsächlich. Sammler, ne? Würden sich nicht freuen. Ne? Ich war echt gespannt, wie oft wir diese normalen Standard-Packs sehen werden im Prinzip. Ich sehe doch da irgendwas. Da sieht man doch schon das Durchblitzen bei dir, oder? Hast du wieder ein Big Banger, oder? Habe ich wieder gespoilert. Kann nicht sein. Gampisto. Das Mehikel in der Stadt. Ein Quax auf der Wiese. Ruffle. Das hast du schön gezogen. Ein wunderschönes, der super starke Wurf vom Scaraborn. Scaraborn auch dabei. Das wird unser. Da, Pokémon-Ausrüstung, da oben ist es jetzt. Ach ja. Da ist Trotzband. Haben die Pokébälle haben das. Nein, das ist ein Item. Tatsächlich, krass. Rift-Zeppeli. Okay. Und? Stark? Nein, da steht nur was. Also ich bei Geistern lese ich immer den Flavortext unten. Ah. Weil da steht mir ganz weirdes Zeug drauf. Da aber nicht. Ey, den hab ich noch nie geachtet. Echt nicht? Nein. Also beispielsweise bei, wie heißt es, Paragoni, das Baumgeist-Pokémon, steht halt drin, dass es ein Kind ist, was im Wald gestorben ist und wurde zu diesem Pokémon. Steht auf der Karte drauf, ne? Man beachtet. Ey, hab ich noch nie drauf geachtet. Echt nicht? Achtet ihr da drauf auf sowas? Ich hab's krass. Eine Nerona, die kennen wir schon. Das Raffel kennen wir auch und? Schon. Und? Oh. Na, doch nicht. Deins. Ja. Ein Knappox. Knappox. Weiter geht's. Also nicht. Also tatsächlich, der ist ganz hinten, das spoilert mehr als es ist.
Da muss man besser drauf achten. Da denkst du echt krass, du hast ein Big Hit und dann ist es einfach nur noch. Ja, weil der Rand halt immer silber glitzert. Ne? Krass. Hier, guck mal, ein Tanzer, auch ein cooles Artwork. Mit Mond. Mond auf dem Artwork ist immer wunderschön. Mond auf dem Artwork. Krokel. Schön. Aumato. Der Wüste. Erinnert mich ein bisschen an Ottifant. Ja, ich so. Ja, stimmt. Ah, das war auch Kindheit. Ottifanten. Sind wir auch jetzt schon häufiger. Ja, auch schon oh, nice! Das ist ja geil. In deinem Elektro-Kit direkt mit Palmo Mamo in Illustrator Rare. Das ist super cool. Ultra schönes Artwork. Guck mal, mit allen Entwicklungen drauf. Ja. Alle drei vertreten auf einem Artwork auf dem Heuballen. Mega. Mal, alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Und was haben wir noch? Oh, Banger! Nice. Das ist ein Banger. Alter, mit dem hättest du hier easy gewonnen. Nice. Durchgespielt. Ja. Event mega, mega nice. Boah, das, also das... Also das ist ein richtig gutes Kit gewesen. Wenn ich, also mit dem Spielen, holy moly. Oh, das würde ich auch fühlen. Das Deck sowieso, das war ja auch mein Wunsch. Und dann noch hier mal Miraidon EX dazu. Die ist auch stark, oder? Die kann ja, direkt also spielen. Vor allem kannst du mit dem halt, mit dem Tandem-Aggregat, kannst du dir Elektro-Pokémon aus deinem Deck raussuchen, Basis, und die aufs Board legen. Und wenn du da, und dann kannst du halt ein paar Mos hinlegen und dann 220. Ja. Für... Mega. Ein Rückzug. Hattest du jetzt schon Big Banger nur Gardevoir eigentlich, ne? Nur Gardevoir, ich zieh nur... Oh, ich wollte schon wieder Kartentrick machen. Ich hab die Karten weg. Eine natürlich! Eine, meine Damen und Herren! Eine. Mehr muss es nicht mehr sein. Schuppert! Ein Filori, das Hunduster. Vor den neuen Pokémon-Centern. Ein Triftlon. Da guck zum Beispiel, hier steht's. Oh, Hunduster auch hübsch. Da guck, Quatsch. Achtung, Triftlon. So manches kleines Kind soll schon verschwunden sein, weil es ein Triftlon festzieht, da es mit einem Ballon verwechselt hat. Ach krass. Fliegt es einfach weg. Also bei Geistern ganz, ganz viele, wirklich. Unser. Habe ich direkt die Melodie Knete. Im Kopf. Dim, 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 dim. Damals gab es einen Mythos, dass da Leute sich. Passt das hier? Nein. Passt nicht unbedingt, aber der Mythos liegt wohl daran, dass es an nicht. Das lag wohl an der Musik. Ja, da hat irgendwo so einen Ton oder so. Genau, diese 8-Bit-Version von der grünen Edition soll wohl, die Leute irgendwie verrückt gemacht haben. Verrückt, genau. Verrückt. Aber es war leider Gottes mein Kit, ich habe nur ein Gardevoir. Also ich ziehe nur Gardevoirs. Ich glaube, der liebe Gott hat mir zugehört, ich möchte Gardevoir spielen. Ja. Und dann kriege ich noch Gardevoirs. Vor allem, was mir halt aufgefallen ist, ich ziehe halt keine Kelias oder keine Trasslas. Also, ich könnte in keinem Kit das irgendwie spielen. Jetzt spielen? Nie, weil ich das nicht ziehe. Okay, so, mein letztes Booster hier in diesem Kit. Schauen. Ja, Riolu, ich habe hier kein... Guck mal, Riolu nochmal mit einem anderen Artwork. Oh, cool. Das hat zwei abbekommen, Magneton. Der Wummer. Nochmal ganz neue Karten, die wir auch noch nicht gesehen haben. Schleimock. Forschung des Professors. Oh, nice. Kann man immer gebrauchen. Pokémon-Fänger. Und. Oh. Skellogrog haben wir aber. Skellogrog haben wir auch. Haben wir gesehen im Universum. Ne? So. Der Vogel ist auch dabei. Wir haben unsere letzte Box. Welcher Vogel? Der Feuervogel, wo da bei ihm auf der Schnauze sitzt. Ist dir der aufgefallen? Ist mir jetzt erst bei der EX-Karte. Der hat immer so ein kleiner Vogel auf seiner Schnauze sitzen. So ein Feuervogel. Da ist aber kein Feuervogel. Also der Spalt, der Spalt war so, oder der nicht? Der fliegt da weg gerade. Guck, da ist der Schnabel. Ja, das sehe ich. Aber dass der so ein Vogel da sitzen hat, ist mir nie aufgefallen. War halt auch nicht mein Starter, muss ich sagen. Also, letztes Pack für uns heute. Dann teilen wir uns das Ding. Und wir haben jetzt als Wrestler Dero again. Wir haben alle gesehen. Wir haben alle gesehen. Haben wir alle gesehen? Wir haben Pampamo, Pamo Mamo. Wir haben Knattertox. Genau, Wrestler Dero. Wir haben alle gesehen. Ja. Nice. Also, the way to go ist dann Pamo Mamo für mich. Ja, würde ich mich auch drüber freuen. So, dann such mal die zwei Packs aus. Hier habt ihr nochmal alle vier Artworks auf einen Blick. So. Ich nehme eins das und eins Stardust. Mascarados in seiner Kristallform. Schön. So, ich pack auch schon mal aus. Miraidon geht zuerst auf. Bei mir. Koraidon. Also Miraidon oder Koraidon? Koraidon. Ich bin Team. Vergangenheit. Kamezin. Ich mag die Artworks von Miraidon mit diesem Cyberpunk-mäßigen. Mhm. Auch gerade in der ETBs. Das ist ein neues Artwork. Ja, auch schön. Auch schönes Kanon. Staravia. Haben wir dann hier auch ein Arcani? Weil wir jetzt eins. Ach, wir haben das Arcani in dem EX. News für Freitag. Och, haben wir da News?
Eine. Eine News. Ja, und die andere News ist natürlich, dass ihr morgen, also am nächsten Tag, unbedingt zum Frühlingsspielen kommen wollt. Genau. Ein Bojelin mit einem Knattox und ein Redwarf. Okay. Ach krass, kommt doch häufiger vor. Ich dachte, ey, wir haben jetzt nur Big Banger, Big Banger. Aber. Pokémon. Das sind aber tatsächlich Reverse-Karten, die ich spielen wollen würde. Okay. Rotom auch vertreten. Adressbuch. Dieses Flapper-B. Oh ja, komm mal da. Ein Pachirisu. Pachirisu. Der Pickup haben wir auch noch nicht gesehen. Ne, ist auch neu. Item. Magneton in Reverse. Ein Strahli in Reverse. Und nix. Bylonda. Wie mag ich mag das irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Das ist, es war mein Starter, ja? Bis ich festgestellt habe, dass es zu einer. Du hast halt Quacks übel gefeiert, ne? Genau. Unterhalten. Ich war Quacks-Fan und ja. Dann habe ich gesehen, dass es so zum Tänzer wird und dann war ich nicht mehr so erfreut darüber. Rio de Janeiro. Aber ja. Ah, da guck mal, ein Drassler für meinen Gardevoir. Ach, da hast du es doch. Ja, aber im Falcon Cat. Falcon Cat. Oh, Pokécom 3.0. Das. Oh. Pokécom. Es glitzert sehr. Oha, es glitzert richtig. Oh. Ein Pokécom 3.0. Jetzt wäre interessant, ist es nur ein Holo oder ist es wirklich ein Hit? Bin gespannt. Der Beulenhelm. Haben wir hier einen Hit? Oh, guck mal, Mastifoso. Mastifioso. Das sieht sehr böse aus. Ja. Fand ich schon im Spiel irgendwie sehr böse. Elektrischer Generator. Haben wir noch nicht gesehen. Wie viele Karten? 120. Alter, es ist auf dem zweiten Slot. Ne? Hinten dran könnte noch was kommen. Okay, komm. Holy moly, meine Damen und Herren, ich präsentiere Kobaydon EX in Gold, Alter. Oh mein Guck Gott. Dir das an, wie es glitzert. Ach du, oha, ist die hübsch. Alter, es funkelt und glitzert. Wie viele Sterne? Wir müssen drei goldene haben. Drei goldene Sterne. Gott. Guckt euch das an, Dino-Ruf. Zu meinen News, es gab noch keine drei Sterne. Was ist das? Moment, die ist auf dem zweiten Slot? Ja, haben schon gesagt. Ey, holy die shit. Auf dem zweiten Slot? Die müsste eigentlich hinten sein. Digga, durchgespielt. Oh mein Gott. Oh, was ist das für ein Pack? Alter, und die Struktur sieht so schön aus. Okay, Dings GG an dieser Stelle. Wie schön sind beide. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt gar nicht, welche schöner ist. Auf dem zweiten Slot. Guckt euch das an. Sind die eine schöner als die andere? Absoluter Hammer. Das war ja mal ein richtiges Gönnerpack. Eigentlich besser kannst du nicht ziehen. Wenn jetzt Gold hier ist und nicht da, kannst du nicht besser ziehen als das. Ich habe das beste Pack gezogen der Welt. Krass. Dickes GG, mein Lieber. Mega. Dass die kommen direkt in Tüten hier. Die kommen in direkten Tüten, die kriegen sogar ein Doppelhoder rum. Oha. Da gönn ich. Mach du dein Pack auf, jetzt hier auch noch eins. Also Miraidon und mit Gyarados. Das war auch das hier. Die Frage ist jetzt, was ich mich jetzt nur stelle, ist das Full Art oder was ist das? Welche meinst du? Das Gyarados. Das ist Arcani. Das ist eine Full Art, ja. Ist das das Guck neue mal, die haben müsste zwei Stück silberne Sterne. Genau. Nee, also, gar keine. Doch, da unten. Nee, da, guck, da ist Ach ja, ja. Genau, musst du zwei silberne haben, ja. Ja, dann ist es eine Full Art. Das ist Full Art. Ja. Holy shit, das sieht so geil aus. Zack, so. Hat sich ein bisschen verändert, das Full Art, um ehrlich zu sein. Was, ey, jetzt bin ich komplett, dass es jetzt auf dem zweiten Slot ist, hat mich jetzt komplett. Aber ja, da ist der Kobaydon, das muss man lesen. Krass. Selbe wie. Also das war ein starkes Kit. Okay, genau selbe wie Miraidon. Jetzt ist nur die Frage, würdest du mit so einer Karte spielen? Ja. Ja? Ja. Auch wenn so. Ja. Ach, Kai, was hast du wieder gemacht? Ich war's nicht. Ihr habt nichts gesehen. Ne, gesehen haben die eh nichts. Gehört stimmt, vielleicht, aber auch nur, weil wir hingeguckt haben, haben sie was gesehen. Ach ja, wir sind ja nix hier. Schmutz. 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 Mach das weg, mach das weg. Mach das sofort weg. Kai, wir haben die ersten fünf durch. Yes, nice. Kurzer Feedback von dir. Schön. Kurzes Feedback von mir. Wir haben gute Kartenqualität. Finde ich sehr geil. Irgendwie fühlen sie sich dicker an. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Ich habe auch Centering noch gar nicht so drauf geachtet, aber es sieht schon ne? so gut aus. Wir haben dickere Folie beim Booster. Und ich habe zwei Gardevoir EX. Und du hast eine Gold und ein wunderschönes
Arcani. Arcani. Wunderschön. Wie der Nils sagen würde, ein Arcana. Aber es glitzert halt übelst, ne? Extrem. Also, es sieht fast aus wie eine Starlight Realm View. Also, Arcani ist auch schon viel vertreten, ne? Jetzt. Wir haben ja noch die Promo. Ja. Hast du schon die Promo gesehen? Nächstes Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, Leute. Denkt dran, am Mittwoch, am Samstag geht's los. Das war ein 40-Minuten-Video, viel zu lange. Wir beeilen uns jetzt beim nächsten. Und, 40 Minuten gebraucht. Wir haben viel zu viel geklabert. Jetzt ist vorbei. Tschüss in diesem Sinne. Tschüss, Limi, Silim. Haut rein, bis am Samstag. Bis, erstmal bis morgen und dann bis am Samstag. Bis morgen und bis am Samstag. So ist es. Battle Bear. Battle Bear.